Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Falter-Radio-Spezial. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und neben mir sitzt Andreas Beham, Rechtsextremismusforscher. Andi Beham, wir kennen einander seit mehr als 25 Jahren und Sie sind wohl einer der besten Kenner des Rechtsextremismus und des Antisemitismus in Österreich. Sie arbeiten am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Was ist das eigentlich genau? Eine Einrichtung, wie der Name sagt, von Menschen gegründet, die im Widerstand gegen den Nazismus waren, aus unterschiedlichen politischen Richtungen, am stärksten natürlich vertreten im Widerstand. Die größte Ablehnung haben wir links außen, kommunistischer Widerstand, was dazu führt, dass unsere Einrichtung bis heute von extremen Rechten als kommunistische Tarnorganisation diffamiert wird. Und ich sagte immer ganz selbstbewusst, ja, wir sind so kommunistisch wie die Zweite Republik, deren Gründungsurkunde ja bekanntlich auch von einem Kommunisten mit unterzeichnet wurde, die ja aus dem Widerstand gegen den Nazismus heraus entstanden ist. Also wer uns so diffamiert, der sagt auch vieles aus über seine Einstellung zur Zweiten Republik, ein bisschen wie bei zum uns. Widerstand. Wir werden ja auch immer wieder als Bolschewiken-Plattl bezeichnet, also gut, die kennen wir sind wieder Kommunisten. Aber bei Falter gibt es keinen wahren Kern, also bei uns ist sozusagen der wahre Kern die kommunistische Dominanz im Widerstand und darum gehen wir recht selbstbewusst um mit solchen Diffamierungen. Das DÖF hat schwerpunktmäßig den Nationalsozialismus, seine Vorgeschichte, seine Verbrechen vor allen Dingen und den Widerstand, aber auch seine Nachwirkungen, die Verfolgungen der NS-Verbrechen, das Gedenken, die Erinnerung und einen ganz starken Bildungsauftrag. Über das werden wir heute reden. Vielleicht, man soll ja seine Informantinnen und Informanten nicht offenlegen, aber wir können verraten, dass wir immer wieder vom Falter, wir sind ja sehr nah in der Wiener Innenstadt, immer wieder in das Archiv gegangen sind, das Andi Beham geführt hat, um auch zu zeigen, wie die FPÖ damals vernetzt war in die rechtsextreme Szene. Wir unterhalten uns aber heute nicht nur über die rechtsextreme Szene, sondern wir unterhalten uns heute über den Antisemitismus in Österreich und zwar genauer über eine Studie, die in den letzten Tagen sehr große Schlagzeilen gemacht hat. Eine Studie mit dem Namen Antisemitismus 2022 und die wurde vom österreichischen Nationalrat in Auftrag gegeben und zwar beim renommierten IFES-Institut. Was steht in der Studie drinnen? 2000 Jugendliche wurden dafür befragt. Das ist ein relativ großes Sample. Und die Personen unter 25 Jahren wurden in der Studie stärker gewichtet. Es gibt also diese Studie Auskunft vor allem auch über den Antisemitismus der jungen Menschen. Und es gibt eine sogenannte Aufstockungsgruppe mit familiärer Migrationsgeschichte in der Türkei, aber auch mit Jugendlichen aus dem arabischen Raum. Und die Ergebnisse, das kann man eigentlich schon so sagen, sind irritierend, weil in Österreich 36% die Aussage, die Juden beherrschen die internationale Geschäftswelt, zutreffend finden. 30% die Aussage, in wachsendem Ausmaß zeigen sich heute wieder Macht und Einfluss bei den Juden, zustimmen. 36% stimmen dem Satz zu, die Juden versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit Opfer gewesen sind. Und fast jeder Fünfte meint, es ist nicht nur Zufall, dass die Juden in ihrer Geschichte so oft verfolgt werden. Was auch auffällt, je gebildeter, desto weniger Antisemitismus oder desto besser wird er verborgen. Aber, und das ist das, worüber wir heute reden, in der Schule wurde mit einem Drittel der Jugendlichen nicht über den Holocaust gesprochen. Die Hälfte der Jugendlichen hat keine Gedenkstätte besucht oder mit Zeitzeugen gesprochen. Und 3/4 haben in der Schule auch nie über den Nahostkonflikt gesprochen, der möglicherweise auch ein Treiber für antisemitische Verschwörungsmythen ist. Die Aufstockungsgruppe, also die Jugendlichen aus dem arabischen oder türkischen Raum, haben eine viel stärkere Belastung. 40% unterliegen antisemitischen Verschwörungsmythen. In der Gesamtbevölkerung sind es nur 30%. Herr Beham, überrascht Sie das alles? Nein, überrascht mich nicht. Also es steht in Kontinuität zu Vorgängerstudien
auch zu Vergleichsstudien aus benachbarten oder vor allen Dingen westeuropäischen Ländern, die allesamt ähnliche Ergebnisse aufweisen. Aber dann, wenn man genauer hinschaut, einzelne Zustimmungswerte überraschen dann schon. Welche zum Beispiel? In ihrem Ausmaß. Naja, das entgegen vergangener Studien, wobei gerade in den Vorläuferstudien Antisemitismus 18 und 20 auch des Nationalratspräsidiums bzw. Parlaments in Auftrag gegeben, war das auch meines Wissens schon angedeutet, nämlich, dass im Unterschied zu früher oder zu den mir bekannten älteren Studien der Antisemitismus jetzt bei den Jüngeren stärker ist als bei den Älteren. Es war früher immer umgekehrt. Also früher hat es die alten Antisemiten gegeben und die Jugend war sozusagen hoffnungsvoll. Genau, und das scheint sich jetzt zu drehen und da sind wir uns nicht ganz sicher, wo da die Ursachen liegen können. Aber ich würde mal so vermuten, also das muss man sich wirklich nur genau anschauen und diskutieren und auch auf Folgestudien warten und vielleicht dann auch auf qualitative Vertiefungsstudien. Aber ich würde mal sagen, dass das für die Zumutungen, dass das mit den Zumutungen, denen Jugendliche ausgesetzt waren in den letzten Jahren, Stichwort Corona-Krise, Lockdowns und so weiter, dass die doch scheinbar ja, eben auch antisemitisch verarbeitet werden oder diese Krisen, die damit verbunden sind. Das wäre eine These und damit zusammenhängend, was wir auch aus der Studie wissen, Verschwörungsmythen, Verschwörungsnarrative sind besonders begünstigende Faktoren für Antisemitismus und die wiederum haben wir auch in dieser Gruppe sehr stark. Und wir wissen ja beide, wie diese Verschwörungsmythen auch gerade in den letzten Jahren um sich gegriffen haben und kursiert haben. Sie sind nicht nur jemand, der im Dokumentationsarchiv sitzt und forscht und kluge Bücher schreibt. Jetzt gerade ist ein Buch von Ihnen über Antisemitismus erschienen, sondern Sie gehen in Klassen. Sie gehen tatsächlich, so wie es sich gehört, für Forscherinnen und Forscher dorthin, wo es was zu erkennen gibt. Und Sie versuchen dort Kinder sozusagen davon zu überzeugen, dass Antisemitismus ein Unsinn ist und haben den Begriff des globalisierten Klassenzimmers geprägt, der so wichtig ist. Warum? Ja, ich habe ihn weniger geprägt, sondern aufgegriffen und verwende ihn auch zustimmend. Naja, weil wir eben dem Rechnung tragen müssen, den Veränderungen in den Klassenzimmern, Stichwort Migrationsgesellschaft, die Herkünfte der Schüler und Schülerinnen vielfältiger werden, die Hintergründe, egal ob religiös oder wie auch immer, und ja, dem sich auch die Unterrichtsinhalte anzupassen hätten. Also es wäre doch, oder es ist ein Plädoyer auch von mir, dass man sozusagen ähnlich wie in der Sozialarbeit, natürlich ist schulische Bildungsarbeit was anderes, aber doch stärker eben diese sozialen Hintergründe sozusagen mit einbezieht, reflektiert, auch im Unterricht, in den Lehrplänen, die Herkünfte, auch die unterschiedlichen Betroffenheiten. Und das geht zum Beispiel entgegen aller negativen und warnenden Stimmen oder negativ-pessimistischen Stimmen auch in der sogenannten Holocaust Education. Da war jahrelang sozusagen die Stimmung vorherrschend, oh je, es wird immer schwieriger über Holocaust zu unterrichten, weil eine immer größer werdende Zahl in den Klassenzimmern ja keinen deutschsprachigen Herkunftshintergrund mehr hat und von daher keine Betroffenheit gegeben sei. Das heißt, Sie sagen, es geht mich nichts an, es betrifft genau, nicht meine Großeltern. Genau, und das ist nicht, also das kann ich überhaupt nicht bestätigen, weder was das Interesse der Betroffenen betrifft, die haben nämlich genauso ein Interesse, ja. Es sagt viel aus über den Zugang der Lehrer und Lehrerinnen, weil die offenbar dieses Thema nur unterrichten können oder wollen über persönliche Schulverhältnisse oder Verstrickungen, egal in welcher Generation dann und sich eben zum Beispiel aus unterschiedlichen Perspektiven, Widerstandsperspektiven und der Holocaust war ja zumindest ein europäisches, jetzt nicht Projekt, aber Ereignis. Alle europäischen Länder waren auf die eine oder andere Art damit konfrontiert und das könnte man ja auch im Unterricht viel stärker reflektieren. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, wir zwei, wie wir da sitzen, sind in den 80er Jahren das erste Mal mit Holocaust in der Schule konfrontiert worden, die Ära Waldheim, die Ära Haider, man ist eine Klassenfahrt gemacht nach Mauthausen oder Gedenkunterricht, hat Zeitzeugen gehabt und jetzt kommen Schüler, die eigentlich mit der Geschichte Österreichs
wenig zu tun haben, die vielleicht in Syrien oder in Afghanistan oder der Türkei sozialisiert wurden, und die sitzen in den Klassen und die Lehrer sagen, was soll ich denen über Mauthausen sagen, damit haben sie gar nichts zu tun. Genau. Und das so, trifft jetzt haken sie aber ein und sagen, so ist es gar nicht. Genau, die haben nämlich sehr wohl und zu Recht ein Interesse an dieser Bildungsarbeit, an diesen Angeboten, weil sie ja, und das spricht auch für die Jugendlichen, instinktiv merken, sie wollen die österreichische Gesellschaft verstehen, das will jeder Jugendliche auf die eine oder andere Art, ja, ist ein Teil des Erwachsenwerdens, des Sich-Integrierens, unter Anführungszeichen. Und dazu gehört dieses Wissen, nämlich nicht nur über Holocaust, über NS, sondern auch, wie nach 45 damit umgegangen wird, die Kontinuitäten, das Weiterleben. Also ich glaube tatsächlich bis heute, dass die politische Kultur und damit die Gesellschaft Österreichs ohne dieses Wissen auch nur annähernd zu erfassen ist. Darum dieses Interesse bei den Jugendlichen, das im Übrigen empirisch auch nachgewiesen ist. Ja. Aber wie gesagt, man muss dann in den Bildungsangeboten eben das heterogener werdende Klassenzimmer dann durchaus auch berücksichtigen. Also die Holocaust Education hat sich dem auch in der Praxis schon, aber vielleicht noch nicht genug dem angepasst. Und die Lehrerinnen, an die kann ich nur appellieren, traut euch, also das Interesse ist da. Sie haben in einem Vorgespräch gesagt, man muss die Perspektive der Kinder aufnehmen. Man muss sozusagen nicht aus der Perspektive von den Lehrerinnen und Lehrern oder der Generation, die früher unterrichtet waren, sondern man muss die spezifisch auch die Herkunft möglicherweise in Anblick nehmen. Und Sie sagen, da gibt es sozusagen Beispiele, wie man die Kinder erreichen kann, indem man etwa die Rolle der Türkei als neutrales Land thematisiert. Was gibt es da für Beispiele? Genau, eben für die mit türkischem, unter Anführungszeichen, Migrationshintergrund, Beispiele des Widerstandes, des Rettens von Juden und Jüdinnen. Da gibt es gerade am türkischen Beispiel doch einiges auch für den Unterricht zu zeigen, wie Selahattin Ülkümen, der auf Rhodos als türkischer Diplomat tätig war, ich glaube um die 200 Pässe, rettende Pässe ausgestellt hat. Oder Ismail Necdet Kent, der in Marseille als türkischer Generalkonsul, der noch in einen Zug sozusagen aufgesprungen ist, der am Weg war in die Vernichtungslager und 80 Leute rausgeholt hat. Das heißt, türkische Helden zu präsentieren, die ähnlich wie Schindler, aber Schindlers Liste, aber man hat sozusagen eine Art türkischen Schindler. Aber im Unterricht nicht Erwähnung findet. Man schaut Schindlers Liste und sagen wir mal in der Klasse, jetzt in Wien in einer Berufsschule, 50% haben unter Anführungszeichen türkischen Migrationshintergrund und die Namen werden nicht genannt. Ja. Also da mache ich einfach auch zu wenig Angebote für die Jugendlichen. Sie sagen, ein weiterer Grund ist der Nahostkonflikt, der sozusagen ein Treiber ist. Wie erleben Sie die Diskussion darüber? Oder wie könnte ein Lehrer heute oder mit Ihnen gemeinsam, wenn man ein Projekt macht, über das Thema diskutieren? Also da ist das Ermutigende aus der Studie, aus den Zahlen, was wir da mitnehmen, dass die Behandlung des Nahostkonflikts im Unterricht, die aber, und das zeigt die Studie auch, viel zu wenig erfolgt, ja, dass die nachweislich eine positive Wirkung hat. Also die sozusagen immunisiert gerade gegenüber israelbezogenen Antisemitismus. Wie funktioniert das konkret? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt sozusagen ein kleines Mäuschen in der Schulklasse. Wie geht man das an? Naja, zunächst einmal, ich sage immer, es gibt die schlechte Nachricht und die ist auch in der Studie sozusagen dann in Zahlenform gegossen, nämlich einen erhöhten Antisemitismus bei Menschen, die sich muslimisch, also es ist arabisch, türkisch, also Hintergrund erhoben worden, identifizieren. Das wäre sozusagen die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, weil dieser Antisemitismus jetzt nicht seine Ursache, aber seinen Anker oder Aufhänger am Nahostkonflikt hat und mit jeder Eskalation in dem Konflikt stärker wird und auch in den Klassenzimmern merkbarer wird, darum kann zumindest ich und auch Kollegen und Kolleginnen, die das versuchen, natürlich nicht immer mit gleichem Erfolg, aber besser erfolgreicher präventiv begegnen, weil es wirklich ist ein realer Konflikt, nicht so beim unter Anführungszeichen autochthonen Antisemitismus, der sozusagen ursächlich auf innere neurotische Konflikte beruht, worüber kann ich da im schulischen Setting, das ist kein therapeutisches Setting, worüber will ich da diskutieren, aber da habe ich einen Konflikt, einen realen Konflikt, einen Territorialkonflikt mit Daten, mit Zahlen, mit Entwicklungen und bei einer gewissen Bereitschaft bei meinem Gegenüber, das ist natürlich vorausgesetzt, ich habe natürlich auch schon hier
wirklich Fanatisierte, und es sind vor allen Dingen Jungs, nicht nur, aber mehrheitlich gehabt, wo das nicht mehr gegangen ist, die sie allein beim Wort Israel die Ohren zugehalten haben, weil es Israel nicht gibt in ihren Augen und man das Wort nicht aussprechen darf. Also, aber das sind wirklich Ausnahmen. Aber bei einer bestimmten Bereitschaft zuzuhören, auf meine Argumente einzugehen, merkt man, wie das Ressentiment weniger wird. Weil, wie gesagt, da kann man wirklich über einen realen Konflikt reden. Ich habe mit Jugendlichen zu tun, die wirklich überrascht sind und es mir aber dann glauben, nach mehrmaliger Kontrolle, Versicherung im Internet, wie groß die Anzahl der Muslime in Israel ist. Ja, und wie ihr Leben dort ausschaut, ja. Also da sind sie immer ganz, das sind wirklich Jugendliche, die wirklich, ja, und manche in der Extremform quasi in den Unterricht kommen, im Glauben, jüdische Israelis würden quasi palästinensische Kinder zum Frühstück, also jetzt überzeichnet dargestellt. Ich habe gesagt, das hängt damit zusammen, dass die sie fast ausschließlich Medien aus den Herkunftsländern konsumieren, die noch dazu gleichgeschaltet sind und teilweise von autoritären Staaten geführt werden. Ist das noch immer so? Das ist im Fall der Türkei sogar verstärkt zu beobachten. Wie es überhaupt interessant ist, dass in dieser Vergleichsgruppe, also wo es türkisch und arabisch und Anführungszeichen stämmige Personen befragt wurden, unter den türkischsprachigen wir höhere, zum Beispiel israelbezogene Antisemitismuswerte haben, wie in den arabischsprachigen. Ja. Und das dann, hängt sozusagen mit dem Medienkonsum zusammen. Kann man nur damit erklären. Und es wird in der Studie auch mit dem höheren Bildungsgrad, auch in dieser Gruppe ist Bildung sozusagen der stärkste Faktor, erklärt, dass in der arabischsprachigen Gruppe einfach durchschnittlich ein höherer Bildungsgrad vorherrscht. Sie haben auch noch was Spannendes gesagt, nämlich, dass man die eigene Diskriminierungserfahrung anspricht, dass viele der Jugendlichen, die in den Schulen sitzen, sozusagen selbst diskriminiert wurden, selbst Opfer von Hate Crime werden. Wie machten Sie das? Ja, da muss man vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, nämlich gegen den Irrglauben noch mehr angehen, dass nur Holocaust Education gegenüber Antisemitismus sozusagen immunisiert für alle Zeiten. Und das ist natürlich falsch, das ist wichtig, ja, und wird, wie gesagt, auch nachgefragt, hat auch, wieder jetzt nachgewiesen in der Studie, einen hemmenden Faktor auf Antisemitismus, unbestritten, aber es braucht noch etwas dazu. Das wäre eben das, was wir antisemitismuskritische Bildungsarbeit nennen. Und wenn sich die jetzt an Jugendliche richtet, die mehrheitlich, also 70-80% oder mehr Migrationshintergrund haben und noch im Besonderen türkischen oder arabischen Hintergrund, und ich gehe da jetzt rein in die Klasse und sage so, jetzt rede ich mit euch über euren Antisemitismus, ja, dann machen die, und nicht ganz zu Unrecht, gleich mal zu. Ja, weil sie sich sowieso in der Gesellschaft und in den Medien einem Generalverdacht ausgesetzt sind, nämlich dass alle Muslime und die Jugendlichen noch besonders antisemitisch seien. Ja. Also das heißt, besser und richtiger und auch in der Praxis sozusagen sich bestätigt hat sich eben der Zugang, dass man Antisemitismus nicht abkoppelt von anderen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und vor allen Dingen von der jeweiligen Betroffenheit der Jugendlichen. Das heißt, ich gehe rein und öffne meinen Raum zur Artikulation ihrer Diskriminierungserfahrungen. Das heißt, die Kinder erzählen, genau, wo wie sie diskriminiert sind. Genau, wo werden sie als Muslime diskriminiert oder als, unter Anführungszeichen, Türken oder als Syrer, wie auch immer sie dann gelesen werden. Was ich Ihnen dabei auch noch versuche zu versichern, dass ich in dieser Frage auf Ihrer Seite stehe, ja, trotz sozusagen meiner mehrheitsösterreichischen Herkunft, meiner Nichtbetroffenheit von Rassismus, engagiere mich, seit ich politisch denken kann, gegen Rassismus. Ja. Und das heißt, das ist dann sozusagen das Lasso, mit dem man jemand fängt, um zu sagen, das, was du da fühlst, fühlen jetzt auch die Juden, die du sozusagen für schuldig erklärst. Genau, jetzt wechsel die Perspektive. Ja, jetzt formuliert, wo werden wir diskriminiert, abgewertet oder wo werdet ihr, sondern wo werden wir, und da betone ich das wir, da nehme ich mich nicht raus. Ich sage auch, ich bin voller antisemitischer Vorurteile. Ich bin in einem antisemitischen Land aufgewachsen, ja. Und das, was ich versuche, ist mir mein Leben lang diese Verstrickungen, wie man sagt, in den Antisemitismus bewusst zu machen. Ja? Und mehr verlange ich von euch nicht. Also sich nicht also auf ein moralisches Protest draufzustellen und sagen, ich bin frei von Vorteilen, ich bin frei von Antisemitismus und die Jugendlichen quasi da automatisch in ein Schuldverhältnis zu bringen. Also das wäre auch noch Teil meiner Strategie oder meiner Praxis, um dann eben diesen Schwenk zu den eigenen Vorteilen zu erleichtern. Und natürlich, da kommt dann vieles auch Unappetitliches. Ja, da braucht man auch eine dicke Haut, wobei auch ich meine Grenzen habe. Also dort, wo
die körperliche Integrität, also bei Gewalt und offenen sozusagen Hass- und Vernichtungsaufrufen, Drohungen, da muss man dann manchmal auch Bildungssettings abbrechen. Wie oft passiert das? Ich würde sagen, einmal in 5, 6, 7 Jahren, also nicht öfter. Also generell, geben Sie ein bisschen einen Einblick, wie die Jugendlichen dort sitzen. Sie kommen in eine, weiß nicht, Wiener Berufsschule oder in eine neue Wiener Mittelschule. Was lacht Ihnen da sozusagen entgegen? Naja, Berufsschule leider, muss man sagen, relativ selten. Und das ist auch eines der zentralen Ergebnisse der Studie, dass man bei denen, bei den Berufsschülern und Schülerinnen oder Ehemaligen sehr hohe Werte haben, Antisemitismuswerte. Und dort gleichzeitig, und das scheint einer der Gründe zu sein, sehr wenig, das sind die am wenigsten in der Schule oder in ihren Bildungskarrieren über diese Themen gehört haben. Gymnasiasten kriegen ihre Holocaust-Awareness-Bildung und die Arbeiterkinder zu wenig. Voll. Und auch unter diesem Aspekt zeigt sich, wie fatal dieses höchst selektive und so früh eben auf Trennung ausgelegte österreichische Bildungssystem ist. Ja, also das wäre, es gibt auch unter politisch-bildnerischen Aspekt hier ganz starke Argumente für einheitliche Schule bis alle 16, also zumindest bis alle 16 sind. Die Studie ist ja jetzt sehr stark auch von der ÖVP vermarktet worden. Man müsste eigentlich nur mal sagen, vielleicht einmal das gleiche Bildungsangebot für die Kinder von Arbeiterinnen und für die Kinder von gut Situierten, und es würde sich möglicherweise schon ein bisschen was bessern. Unbedingt, unbedingt. Wobei natürlich eines, und da ist dann die Frage, wie sich Faktor und Sozial, Bildung und Soziales sozusagen dann gegenseitig auch überschneidend bedingen, nämlich dass es ja nicht nur die fehlende Bildung oder Bildungsangebote sind, sondern auch bestimmter sozialer Background, der die Jugendlichen sehr früh wirklich existenzielle Sorgen haben lässt, ja, und die ökonomischen, sozialen und so weiter Krisen viel stärker sozusagen auf sie wirken und dann wiederum eigene Krisen, Krisenphasen, in die sie sind als Jugendliche, dann noch verstärken. Da wollte ich einhaken. Sie haben das am Anfang gesagt, dass diese vielen Krisen, Corona und jetzt auch die Inflationskrise, sozusagen Verschwörungsmythen befördert. Also ist Armut ein Treiber für solche Ideologien? Nein. Also beides wirkt nicht unmittelbar, wie die sozialen Faktoren nicht unmittelbar wirken. Also es geht immer um die Verarbeitung eben der Bedrohungen. Und wie wir wissen, können sich auch Wohlstandsbürger, Bürgerinnen von Abstiegsängsten gepeinigt sein. Und ist egal, von wo man absteigt. Aber es wirken halt sozusagen ökonomische Krisentendenzen hier in diesen sozial vulnerablen Schichten viel unmittelbarer und viel härter. Und es gibt auch hier viel weniger auch Formen oder selbstschädigende und andere schädigende Formen der Verarbeitung dieser Krisenerfahrungen. Also das schlägt dann sehr oft um in Angst und dann in Hass. Und ja, aber zurückkommen auf Ihre Frage, was begegnet mir in den Schulen? Also vor allen Dingen in den NMSen, also neuen Mittelschulen und AHSen, BHS relativ wenig auch, so wie die Berufsschulen ein bisschen mehr. Ja, es ist zunächst interessiertes, misstrauisches, oft auch nein, nicht schon wieder, aber doch Interesse. Das aber, und da will ich jetzt meine Leistung nicht zu groß machen oder zu gut einer zu grellen Licht darstellen lassen, innerhalb von Minuten kippt es immer in a wirklich engagiertes, zumindest zuhören, wenn nicht immer mitarbeiten und mitreden, aber doch in eine sehr aufmerksame, interessierte Teilnahme, was natürlich auch nicht in allen Fällen gleich und zu 100% ist, aber doch in einer Mehrzahl der Fälle. Und auch der Grund ist, warum ich es immer noch so gern mache, obwohl ich auch nicht jünger wäre. Also der Altersgap wird auch nicht geringer, aber es funktioniert immer noch. Spielen die Moscheen in negativer Hinsicht eine Rolle, und gibt es Bestrebungen in der Glaubensgemeinde, sozusagen dagegen anzuarbeiten? Sie arbeiten ja, glaube ich, auch mit der muslimischen Jugend zusammen, die da sehr aktiv versucht, diese Vorteile zu beschädigen. Was passiert da gerade? Ah ja, wir haben in der Vergangenheit Projekte gemacht gegen den Antisemitismus, Bildungsprojekte, Fortbildungsprojekte. Da tut sich einiges in der Glaubensgemeinschaft, würde ich sagen, auch im Prozess des Generationenwechsels. Das heißt, die Jüngeren sind hoffnungsvoll. Genau, aber auch schon der jetzige Präsident im Vergleich zu den Vorgängern. Also da hat sich doch einiges getan, und dementsprechend auch in den Moscheen wird weniger, also im Vergleich zu früher,
bis gar nicht mehr eben gehetzt oder zum Judenmord aufgerufen oder was auch immer. Ist da tatsächlich zu sehr weggeschaut worden? Ein Vorwurf, den die ÖVP immer wieder macht, hat das linke Milieu, dem sie ja auch immer wieder vorwerfen, durchaus mit antisemitischen Codes durchdrängt zu sein, hat das linke Milieu da ein bisschen weggeschaut? Durchaus. Wobei es natürlich auch, ohne das entschuldigen zu wollen, eine Reaktion war sozusagen auf den Generalverdacht von rechter Seite. Und ich weiß schon, da neigt man oft dazu, quasi in einen Gegenreflex. Und da kommt auch wieder ein bisschen was Paternalistisches dazu. Ja, in seinem Versuch, eine von Rassismus betroffene, bedrohte Minderheit quasi zu beschützen, unter Anführungszeichen, dann, dass man da nicht so genau hinschaut. Aber im Großen und Ganzen würde ich auch angesichts meiner eigenen Arbeiten zu diesem Thema und von Kollegen und Kolleginnen, dass zumindest für jenen Teil der Linken, die sich ja ein bisschen wissenschaftlich damit beschäftigen, genauer hinschaut, doch in Abrede stellen. Da gibt es schon seit den späten 90er, frühen 2000er Jahren sehr viele Arbeiten zum Antisemitismus in muslimischen Communities. Und da zeigt eben auch die Studie, dass die Leute, die sich selbst als religiös begreifen, meines Wissens bei allen Items deutlich erhöhte Zustimmungswerte aufweisen. Da muss man zunächst ein bisschen relativieren. Von anderen Studien wissen wir, dass das für die christliche Religion genauso zutrifft. Ja? Also je religiöser sich jemand bezeichnet, desto höhere Antisemitismus- und Rassismuswerte. Auch vor dem Hintergrund meiner eigenen Erfahrungen wohl damit zu tun hat, mit der Religion jetzt weniger als Theologie, sondern als Identitätsmarker. Weil es heißt ja nicht alle, die sich selbst als religiös bezeichnen, dass sie in einem theologischen Sinn auch religiös sind. Ja. Ich weiß selbst von Wiener Vorstadtgangstern muslimischer Hintergrund, die keine Ahnung haben, die nicht wissen, was sind die fünf Säulen des Islam, aber rumrennen und wollen jeden zweiten zu ungläubig erklären oder jeden fragen, bist du Moslem? Ja, also im Fall des Christentums sprechen wir von Kulturchristentum, also ein Christentum ohne Theologie, ohne Inhalte. Dasselbe gibt es natürlich, also nur zur Abgrenzung als Identitätsmarker. Das ist hier in den Studien nicht berücksichtigt. Also ich warne davor, die Menschen, die sich selbst als religiös bezeichnen, wirklich im theologischen Sinn als religiös. Weil ich habe eben, wie gesagt, die Erfahrung gemacht bei den Jugendlichen, je mehr, und es ist vor allen Dingen bei der muslimischen Gruppe, je mehr Wissen über Islam, desto weniger Antisemitismus. Das heißt, es ist eine pseudoreligiöse Bildung. Unbedingt. Und es hängt natürlich auch mit den Fanatisierungen innerhalb der Milieus, mit dem sogenannten Islamismus zusammen und der einschlägigen Propaganda, mit dem, was man als Instant-Internet-Islam bezeichnet, den sie für Jugendliche eben ohne religiöses Vorwissen dann quasi aus dem Netz ziehen und wo halt dann eben viel Hetze und wenig sozusagen eben an tatsächlich Theologie ist. Aber da muss man sich eben auch gleichzeitig gegen Stimmen wenden, ja, die den Koran oder den Islam oder alle Muslime pauschal und als Ganzes sozusagen ins Lager des Antisemitismus stellen. Weil sonst kann ich nicht mit einem Islam oder mit einer islamischen Theologie gegen Antisemitismus arbeiten. Und das geht, wie gesagt, erfolgreich. Und das gehört auch noch dazu, zu dieser guten Nachricht, wo ich gesagt habe, ich habe, weil eben der Antisemitismus bei sich muslimisch identifizierenden Jugendlichen einen Anker im Nahostkonflikt hat, habe ich da mehr Erfolge, weil es um einen realen Konflikt geht. Ich habe auch mehr Erfolge aufgrund der Ähnlichkeiten von Judentum und Islam. Aber weil es eben so viele Ähnlichkeiten gibt zwischen Judentum und Islam, weil, und das spüren Sie auch und bestätigen Sie mir auch, oder spätestens am Ende der Fortbildung, Menschen, die Juden und Jüdinnen hassen, in der Regel auch Muslime hassen. Also weil das eben als Syndrom so zusammengehört. Gerade im christlichen Abendland können wir das an so vielen Episoden der Geschichte, vor allen Dingen kriminelle Episoden des Abendlandes, zeigen, dass die Feindbilder zusammengeschweißt waren. Darum kann ich so quasi über diese Ähnlichkeiten, über diese Gemeinsamkeit in der Betroffenheit leichter Zugänge schaffen und mehr Erfolge haben, wie zumindest mir fällt das bei der österreichischen Mehrheitsgruppe, also mehrheitsgesellschaftlichen Gruppe, schwerer. Andreas Berm, das war ein spannendes Gespräch über den Antisemitismus bei den Jungen. Wenn man sie in die Schule holen will, wie macht man das? Da ruft man im DÖV an, wenn jetzt die Lehrerinnen und Lehrer zuhören, was machen die? Ja, oder am besten per E-Mail, wobei ich selbst tatsächlich, ich habe zum Morgen wieder Schule, was mich sehr freut,
aber meine Schulbesuche dann doch in den letzten Jahren ein bisschen reduziert habe. Aber wir haben ein junges, engagiertes Team von Trainerinnen, Workshopleiterinnen, die dann kommen. Und das kann man beim Dokumentationsarchiv sozusagen bestellen? Genau. Muss man da was bezahlen als ist Schule? Gratis. Es gibt momentan einen Topf vom österreichischen Bildungswissenschaftsministerium. Extremismusprävention macht Schule und über den läuft das. Da ist das Ziel für die nächsten 3 Jahre, jetzt nicht für uns, aber fürs Ministerium, 75.000 Schülerinnen zu erreichen, also über 3.000 Workshops. Und da sind wir einer der vielen Vereine und Institutionen, die hier Leute dann an Schulen schicken darf. Und wenn Sie sich vertiefen wollen, Andreas Behrm hat ein Buch herausgebracht, Kritik des Antisemitismus heißt es. Es ist nicht im Falter Verlag erschienen, aber im Schmetterling Verlag, habe ich gesehen. Hat 240 Seiten, gibt es um 12,40 Euro, können Sie über den Falter Shop bestellen. Vielen Dank fürs Kommen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren und wir gemeinsam vertiefen konnten, was es mit dieser Antisemitismusstudie auf sich hat. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen. Dankeschön. Bis bald. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.